Pro Jahr werden bundesweit rund 40.000 Fahrzeugbrände registriert. Etwa 20% haben laut Polizei einen kriminellen Hintergrund. Oft sind auch Hass und Psychoterror die Motive. Die Polizeioberkommissare Toni Gonzales und Hanna Held jagen heute einen besonders unberechenbaren Täter. Egon 1727 von Egon. 1727 hört. Ja, brennendes Fahrzeug wurde gesichtet auf dem Parkplatz am Zoo. Brennendes Fahrzeug gesichtet, Parkplatz am Zoo. Melder ist vor Ort, Feuerwehr rollt. Ja, im Moment brennendes Fahrzeug, Sonderrechte frei. Ja. Sonderrechte frei bedeutet für die Beamten, mit Blaulicht und Martinshorn zum Einsatzort zu fahren. Noch ist nicht klar, welche Gefahr von dem brennenden Fahrzeug ausgeht. Aber jährlich ersticken bei etwa 40 Pkw-Unfällen mit Folgebrand Menschen. Auch deshalb gehören Feuerlöscher an Bord zur Standardausrüstung der Streifenwagen. Soll ich mal eben, wo ist die Funke? Die Funke ist im Kofferraum. Das sind alle. Egon für 1727. Ja, Egon, hört. Wir Feuerwehr ist eingetroffen, die übernehmen jetzt die Löscharbeiten. Befinden sich auch keine Kennzeichen an dem Fahrzeug, sonst hätte ich dir schon mal einen Halter gegeben. Okay. Nee, vorne ist auch keins dran. Das ist bestimmt beabsichtigt. Ja, merkwürdig, aber wo sind überhaupt die Melder? Es ist nicht auszuschließen, dass noch Personen im Wagen sind. Zudem deuten die fehlenden Nummernschilder auf eine vorsätzliche Tat hin. Eine erste Spur ergibt sich den Beamten wenig später. Denn plötzlich flieht jemand vom Tatort. Ich hab jetzt schon Wagen. Was ist der Fahrübung? Ludwig Ulrich? Duisburg, Emil, ja, genau, Ludwig 701. Ja. Meinst du, das war der Anrufer? Ja, weiß nicht, das war merkwürdig. Aber da kommen noch mal zwei. Egon für 1727. Statt auf den Melder stoßen die Beamten auf zwei verstörte Augenzeugen. Offenbar steht der Brand im Zusammenhang mit einer brutalen Straftat. Wir kamen von da hinten. Ich war heute mit dem Tom verabredet hier. Okay. Ja. Tom, das ist mein Bruder Christian. Ja, okay. Ex-Name, mein Name, hallo. Wir haben auch Handschuhe. Ach, hallo. Also, hallo. Der Christian und ich, Tom ist eine Online-Bekanntschaft von mir. Und wir waren hier verabredet und wir haben nur von da hinten gesehen, wie auf einmal dieser dunkelgrüne Wagen. Der gerade weggefahren genau, ist? Genau, da ist jemand ausgestiegen und hat den mit dem Elektroschocker geschockt und einfach dann in den Wagen gezogen und dann sind die auch schon weitergefahren. Okay. Wo ist das denn gewesen? Hier vorne. Gleich hier. Ja. Und wissen Sie, ob das was mit dem Auto zu tun hatte? Ich glaube schon, das könnte das Auto von Tom sein. Die Chatbekanntschaft der jungen Frau scheint verletzt und in Gefahr. Die Beamten vermuten, dass der Fahrer des flüchtigen Vans sowohl der Brandstifter als auch der Entführer des Mannes ist. Toni Gonzales leitet umgehend eine Nahbereichsfahndung ein. Der Nachname ist Heinze von Tom. Ja, wir haben ihn noch Heinze. Mit denen haben Sie sich schon öfters getroffen? Hat der mal erzählt, dass er Probleme hatte oder so? Also, das wäre jetzt unser zweites Treffen gewesen. Ja, das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, also das kam mir schon ein bisschen merkwürdig vor. Der wollte sich halt auch, so wie hier, ein bisschen außerhalb treffen und hat irgendwie auch sich die ganze Zeit nervös umgeguckt und so und wirkte irgendwie ein bisschen, ja, als wäre er auf der Flucht. Der Entführte war wohl sehr unsicher und fühlte sich verfolgt. Und hat wohl auch eine etwas undurchsichtigere Vergangenheit. Und daher wollte sie, dass der Bruder zumindest mal seine Meinung sagt, weil sie hat ja so ein super Gefühl. Der ist so nett. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er Feinde hat, ehrlich gesagt. Ja. Dennoch glauben die Polizeioberkommissare nicht an ein zufälliges Entführungsopfer. Fest steht, dass keine Person mehr im Wagen saß. Jetzt ist zu klären, ob der Gekidnappte der Halter und wer der Täter ist. Wir haben jetzt eine ganz grobe Beschreibung. Müsste ein Täter gewesen sein, der hat einen Elektroschocker benutzt. Also Hinweis Eigensicherung. Und der war bei Tatausführung maskiert und komplett schwarz gekleidet. Also eine nähere Beschreibung zum Fahrer haben wir nicht. Aber vermutlich ein Täter und mindestens mit einem Elektroschocker bewaffnet. Ja, irgendwas verstanden. Auch kurz bei euch zur Info. Die Nummernschilder liegen als gestohlen bei uns ein. Ja.
Das heißt, das Fahrzeug, was wir zunächst vermutet haben, ist nicht das Tatfahrzeug. Okay. Das heißt, wir suchen im Moment nach Unbekannt. Ja, Klassiker. Ja, verstanden. Ich habe einen Hinweis, der Ihnen vielleicht nicht helfen kann. Bei unserem letzten Treffen hat der Tom mir diese Kette gegeben. Ja. Zum Zeichen, dass er es ernst meint. Er hat ja die gebrochen und hat die selber auch an. Ja, okay. Vielleicht können Sie da... Soll ich die mal an mich nehmen? Okay. Die ja, natürlich bekommen Sie die wieder, aber dann gebe ich das den Kollegen von der Kriminalpolizei erstmal. Na, dann können Sie da vielleicht eine Fahndung mit rausgeben. Es sind noch mehrere Fragen offen, wichtige Fragen offen. Wer hat das Fahrzeug angesteckt? Wer ist hier mit Affentempo an uns vorbeigefahren? Ist das der Täter? Was hat das mit dem Date auf sich und mit der Entführung? Ne? Und jetzt müssen wir schnell alle Indizien zusammenpacken und der Kripo übergeben, damit wir schnell den Tom wiederfinden. Also wir würden Sie jetzt mitnehmen direkt zur Kripo, die befragen Sie da detaillierter und genau, die kümmern sich auch um das Fahrzeug und dann wäre das okay. Ja, ja. Okay. Hauptsache, Sie finden Tom. Ja, genau. Also die Kollegen fahren schon großräumig nach ihm. Nach Sie können bei uns hier steigen Sie ein. Die Polizisten müssen schleunigst die Identität des Entführten überprüfen. Oft ergeben sich aus dessen Umfeld Hinweise auf den Täter. Auf der Wache übernehmen die Kripo-Beamten Manuel Wenner und Max Hagen den Fall und werden auf den Kenntnisstand der bisherigen Ermittlungen gebracht. Wie haben Sie sich denn verabredet? Übers Internet oder übers Handy? Oder wie haben Sie sich verabredet? Per Handy. Haben Sie die Handynummer von... Ich habe die Handynummer. Ich habe schon 5-mal versucht, ihn anzurufen. Ich erreiche ihn leider nicht. Das Handy ist aus. Wann haben Sie das letzte Mal? Eben im Auto noch. Die Kommissare leiten eine Ortung des Handys ein. Da zudem niemand weiß, welche Rolle die Zeugin in dem Entführungsfall spielt, entschließen sich die Beamten, die Tochter der Frau vom Kindergarten auf die Wache zu holen. Mhm. Ja. Naja. Also mit dem Handy klappt nicht, abgeschaltet. Ach, ist immer noch abgeschaltet. Ah. Okay. Gut, dann sollten wir uns das Datingportal mal angucken. Was hältst du davon? Können wir machen. Ja, dass wir uns einfach mal angucken, wie wir an ihren Freund, der ja jetzt entführt ist, wie wir da rankommen. Die Daten, die haben ja offensichtlich keine näheren Daten von ihm. Wo er wohnt zum Beispiel. Nein. So weit waren wir noch nicht. Nur Telefonnummer. Ja. Okay. Meist gibt es eine Täter-Opfer-Beziehung. Die Ermittler hoffen durch das Dating-Profil sowohl Hinweise auf den Gesuchten als auch auf seinen Entführer zu erlangen. Dann plötzlich ein Erfolg. Neue Erkenntnisse. Hm? Na? Ja. Abgefeierte Fahrzeug. Ja. Ist auf den zugelassen. Das ist der Halter. Okay. Ja. Wie seid ihr jetzt darauf gekommen? Über die FIN-Nummer. Ach so, ja okay. Ja. Ach, die haben Sie schon? Ja, haben wir. Super. Ja. Okay. Weißt Bescheid, ne? Okay, danke. Ja, alles klar. Mittels der ins Fahrgestell eingestanzten Fahrzeugidentifizierungsnummer konnte der Halter des abgebrannten Pkw ermittelt werden. Jedoch stimmt der Name nicht mit dem des Gesuchten überein. Eine Personenabfrage ergibt, dass die Angaben falsch sind. Gucken Sie mal, ist der das? Ja, das ist Tom. Guck mal hier. Ja, erkennen Sie ihn? Ja? Tatsächlich, okay. Eindeutig, ja. Aber mit diesen Personalien sind wir ja nichts geworden, hast du gesagt. Ja, das leider stimmt alles nicht. Wohnort nicht, Adresse passt nicht. Also offensichtlich aber falsche das, Angaben. Das ist Ihr Tom. Ja? Das ist Tom, ja. Okay. Und okay, pass mal auf. Mhm. Wir haben ja jetzt von den Kollegen schon die Halterdaten bekommen von dem Fahrzeug. Mhm. Das wird er denn wohl eher sein. Das Fahrzeug, was da jetzt in Brand gesteckt wurde, gehört da ihrem Freund, ne? Wollen Sie mir sagen, dass er mir einen falschen Namen gegeben hat? Ja, das sieht so aus. Definitiv wissen wir es noch nicht, aber es sieht so aus. Aber das Fahrzeug ist auf jeden Fall auf jemanden anders zugelassen. Und aber was soll das bedeuten? Sagt Ihnen der Name Martin Waldmann irgendwas? Nein, den Namen höre ich heute zum ersten Mal. Hm. Aber der ist in Pol ohne. Wir haben also auch kein Bild. Der hat ein Annäherungsverbot gegen eine Luca Grund. Luca Grund, der Name? Sagt Ihnen der irgendwas? Davon hat er nichts erwähnt bei unserem letzten Treffen. Das ist ja eine Frau, Luca Grund, würde ich sagen. Ja, ich schau mal nach.
Als wir den Klarnamen nun überprüfen konnten in unseren polizeilichen Systemen, haben wir herausgefunden, dass dieser eine Verfügung hat, und zwar gegen eine Frau, dass die sich nicht näher annähern darf an ihn. Diese Frau ist schon in Erscheinung getreten durch Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung und Stalking. Vielleicht können Sie, können Sie mir sagen, was das bedeutet? Kennt Sie diese Frau schon mal gesehen? Die Kriminalkommissare vermuten die registrierte Stalkerin hinter der brutalen Entführung. Gut möglich, dass deshalb auch die Zeugin und ihre Tochter in Gefahr sind. Wenig später sichtet eine Streife den gesuchten Van. 3216 verstanden. Wegen einem Fluchtfahrzeug sicher. Okay. BKW 195. Ja. Kümmerst du dich um die beiden? Das, wir fahren da jetzt sofort hin. Okay? Das, da müssen wir hin. Ja, los. Ja. Sie bleiben bei Ihrem Bruder und passen auf Ihre Tochter auf. Wir melden uns nachher bei Ihnen, okay? Fundort des Autos und Adresse der Stalkerin stimmen überein. Die mutmaßliche Täterin ist unberechenbar und mit einem Elektroschocker bewaffnet. Zudem ist Eifersucht das häufigste Motiv für Gewalt und Mord. Die Ermittler werden vor Ort bereits von ihren Kollegen erwartet. Zur Eigensicherung sprechen sie ihr weiteres Vorgehen genau ab. Dann erfolgt der Zugriff. Komm mit, Hanna. Ah, gut. Nein, schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Halt, Polizei! Als wir unten diese Bedrohungslage hatten, hat Toni oben schnell geschaltet und hat die Dame von oben angesprochen, sodass sie kurz abgelenkt war, sodass wir die taktische Möglichkeit hatten, einen Zugriff im Keller zu machen, ohne uns großartig selbst zu gefährden. Wie geht's Ihnen, Herr Waldmann? Sind Sie irgendwie verletzt? Ja, ich hatte einen Taser-Angriff von ihr, aber es ja? geht einigermaßen. Wo denn? Geht schon. Was war denn hier überhaupt los? Die Frau, die verfolgt mich schon seit Jahren, die stalkt mich. Die ist besessen von mir. Ich dachte, ich wäre jetzt von ihr losgekommen. Ich bin extra in eine andere Stadt gezogen. Und jetzt hat sie mich ausfindig gemacht und mich hier festgenommen. Was hat sie denn gemacht? Sie hat mich gekidnappt und mich hier festgemacht. Und ich habe schon richtig Angst gekriegt hier. Ja, mit dem Taser wahrscheinlich. Ja, ich bin auch ganz benommen. Ich kriege hier keine richtigen Worte zusammen. Okay, also einen Krankenwagen brauchen Sie aber nicht. Ich glaube, es geht schon so. Das Opfer ist schwer traumatisiert und kaum vernehmungsfähig. Dennoch bestätigen sich die Vermutungen der Kommissare. Die Peinigerin war eifersüchtig auf die neue Bekanntschaft des Mannes. Sein falsches Internetprofil nur ein Schutz, den Attacken der Frau zu entgehen. Wir waren früher mal so mehr oder weniger zusammen. Das war eine Mit-Azubine von mir. Ja. Und sie hat sich dann eingebildet, dass wir, keine Ahnung, verheiratet wären und hat mich seitdem gestalkt, schon jahrelang. Ich musste extra in eine andere Stadt ziehen. Aber die hat nicht nachgegeben. Ja. Die ist mir jetzt wirklich bis in die andere Stadt gefolgt und hat mich hier... Was war auf dem Parkplatz? Wieso waren Sie da auf dem Parkplatz? Ich wollte mich mit meiner neuen Freundin treffen, ihr alles erklären, weil der musste ich auch schon was vorspielen, weil ich Angst um sie hatte. Ich hatte wirklich Angst um sie, dass sie mich auch noch mit da reingezogen wird. Das hat wirklich Züge angenommen, das kann ich Ihnen hier gar nicht beschreiben. Ihre neue Freundin? Ich war ja schon bei der Polizei. Ich habe ja schon ein Ernährungsverbot erwirkt gehabt. Ja, das haben wir mitbekommen. Ihre neue Freundin weiß das von ihrer Ex-Freundin? Noch nicht. Ich habe es ihr verheimlichen müssen, weil ich hatte Angst um sie. Ja. Die bedeutet mir sehr viel. Ich wollte nicht, dass da vielleicht noch was passiert oder so. Mhm. Ja. Denen geht's auf jeden Fall gut. Die sind bei uns an der Wache. Die Kleine, die Mutter. Gott sei Dank. Ist alles gut, okay? Ja. Brauchen Sie sich keine Sorgen machen um die auf jeden Fall. Das freut mich, danke. Die Stalkerin hatte extra eine Wohnung in Duisburg angemietet, um ihrer großen Liebe näher zu sein. Sie wollte ihr Opfer dort gefügig machen. Und auch wenn die Kommissare die Entführung beendet haben, scheint ihr Einsatz lange nicht vorbei. Dann nehmen wir sie mit zum Straßenbahn. Da ist er! Genau. Martin! Heute ist gut. Warum werden wir getrennt? Na durch. So, Herr Waldmann, jetzt können Sie hier einsteigen, bitte. Noch alles in Ordnung? Bitte einmal hier einsteigen. Steigen Sie einfach ein. Die Beamten bringen das Opfer zur Vernehmung auf die Wache. Dort kann der Mann auch psychologisch betreut werden.
Da bereits ein Näherungsverbot vorlag, rechnen die Beamten mit einer Untersuchungshaft für die Täterin. Diese wehrt sich auch auf der Wache noch massiv gegen ihre Festnahme. Nein, ich möchte! Wir haben es schon gesehen. Nein, wir haben es schon gesehen. Wo ist mein Martin? Ich bitte, Martin ist es nicht. Nein, Martin! Pass mal auf, der ist da drin. Am besten gleich vor der Zelle. Darf ich ganz kurz mit Sandra sprechen? Bitte, ganz kurz. Sie haben eine halbe Minute. Danke. Viel Erfolg. Lassen Sie eine halbe Minute schnacken. Okay. Martin, was ist passiert? Es tut mir leid, ich wollte das alles nicht. Martin, das Wichtigste ist, dass es dir gut geht. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Gott sei Dank, dass es euch auch gut geht. Ich freue mich, euch zu sehen, wirklich. Ist das jetzt mein neuer Papa? Darf ich euch den Martin mal vorstellen? Guck mal, das ist die Hanna. Hallo, Hanna, mein Schatz, hallo. Wir werden auf jeden Fall versuchen, einen Untersuchungshaftbefehl für die Täterin zu bekommen. Allein wegen der Straftaten, die heute passiert sind, die Sachbeschädigung am KFZ, die gefährliche Körperverletzung mit dem Taser, die Bedrohung von Polizeibeamten, die Freiheitsberaubung, zusätzlich zu den schon gewesenen Straftaten, die sie schon auf dem Zettel hat, und dem Verstoß gegen die Verfügung, die Annäherungsverfügung, hoffen wir, dass wir morgen einen Untersuchungshaftbefehl bekommen und sie für längere Zeit weggesperrt wird. Und mit ihm müssen wir jetzt nochmal reden, bitte. Okay, wir sehen uns gleich. Okay. Ja? Einmal nach oben, bitte, zu uns ins Büro. Einmal hier die Treppe hoch. Ja. Gemeinsam mit seiner neuen Liebe wird das Opfer die Erlebnisse in einer Opferschutzambulanz bewältigen. Die Täterin muss sich unter anderem wegen Nachstellung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung verantworten.